Wir sind heute am Nürburgring im Outdoor Offroad Center Camping und hier wird heute im Finale der Motorradfahrer des Jahres 2004 gekürt und dazu sagt uns jetzt der Jörg Großhans von der Zeitschrift Motorrad etwas mehr. Ja, also wir sind hier beim Finale Motorradfahrer des Jahres, das ist ein Wettbewerb, den tragen wir jetzt zum 6. Mal aus. Die Teilnehmer, die hier sind, die haben sich durch 16 Vorrunden gekämpft, sind also die besten Motorradfahrer von über 2000 Motorradfahrern, die sich für den Wettbewerb beworben haben. Und eine Besonderheit haben wir dieses Jahr hier, wir haben die erste Frau in einem Finale und sie hat sich also bei über 2000 Teilnehmern durchgesetzt, die Claudia Becker. Claudia, wie war das bisher? Sehr schön, spannend, interessant, aufregend. Deine Zielsetzung bisher? Meine Zielsetzung, Spaß haben erstmal. Okay, aber ich habe schon gehört, hier ist großes Lob gefallen, Finalistin, was erhoffst du dir für den morgigen Tag? Ach, wenn ich unter die ersten 10 komme, dann erreiche ich mehr, als ich je mir erträumt hätte. Okay, Jörg, wie sind die Chancen für Sie? Du kennst sie jetzt ein bisschen, hast sie begleitet, hast die Vorrunden gesehen. Was meinst du? Also ihre Chancen sind ungebrochen gut. Also sie hat, so viel ich mitbekommen habe, ist in den in den Geschicklichkeitsübungen ist es sehr gut. Und hat sehr gute Chancen weiterzukommen und ihr Ziel zu erreichen, unter die ersten 10 zu kommen. Claudia, was war eben los an dem Hügel? Hat es da Probleme gegeben? Wir haben da etwas gesehen. Da hat mich ein wenig der Schwung verlassen und dann bin ich schon an der Kante hängen geblieben und konnte die Situation leider nicht mehr retten. Okay. Aber ich denke, du bist morgen guter Hoffnung und du kriegst das hin. Ja, das war von vornherein so eine Übung, wo ich gedacht habe, das wird entweder ich komme durch und habe da nicht wirklich mit viel gerechnet. Okay, ihr habt bestes Wetter hier. Morgen ist nochmal irgendwo auf der Nordschleife. Du kannst da sicher noch was zu sagen. Also der Wettbewerb geht noch 2 Tage lang. Wir haben noch ganz viele Übungen vor uns. Es ist bloß Vorgeplänkel hier. Morgen geht es dann richtig los mit Nordschleife, mit Grand Prix-Strecke, mit Geschicklichkeitsübungen. Also wir werden die ganzen Gelände hier in Beschlag nehmen und dort den Teilnehmern schwierige Übungen stellen. Dann wünsche ich allen Beteiligten, dem Veranstalter, Motorrad und Aral und dir, Claudia, viel Erfolg, dass ihr noch weiterhin super Wetter habt. Und toi, 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 alles Gute. Danke.